Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Heute mit allen aus dem Team Pietsmeet und Special Guest. Da ist er, der hallo. Mikkel. Hallo. Hallihallo. Heute schauen wir uns natürlich an, das letzte Pietsmeet kocht. Wer von Team Pietsmeet das letzt gelaufene Pietsmeet kocht. Wir von Team Pietsmeet haben das schon einmal gesehen. Aber leider ist die Aufnahme. Das letzte Pietsmeet kocht. Oh Gott. Diesen Joke machen wir jedes dritte Mal. Wir haben das schon mal gesehen. Ich habe die Aufnahme verkackt. Wir haben jetzt ein paar Tage später und gucken uns das nochmal an und haben diesmal Mikkel dazu geholt, damit wir quasi ein bisschen Abwechslung dabei haben. Ich habe nur durchgeskippt, weil ich habe es mir nicht, also ich war nicht, das richtig zu gucken. So. Was? Weil ich sonst wahrscheinlich sehr wütend geworden wäre. Ich guck das hier. Meinst du? Du kannst uns gerne fertig machen, wenn wir deine Falafel nicht gut genug machen. Ich kann mich da auch nicht zurückhalten. Ich gucke jedes Mal, wenn es mit kocht, bevor wir das im React gucken. Als ob! Ja. Hast du wirklich? Ja. Hä? Boah. Guck da fast jedes Mal rein. Frevel! Guck alle Sachen vorher. Ja. Krass, hier kommen die krassen Sachen von Christian. Ja. Gut, dann guckt er es jetzt zum dritten Mal. Pizza mit Leaks. Und wir starten mal. Hallo? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mikkel und ich mache heute das ist mein nicht Mikkel. Lieblingsessen. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Hast du dich wieder gespiegelt gefühlt, Mikkel? Ich weiß auch nicht, worauf er anspielen möchte. Warum er das im monotonen Vortrag, keine Ahnung, was er meint. Vielleicht brauchen wir bei der goldenen Emma noch Schauspielerin für Bestleistungen. Ja. War schon sehr gut nah dran, finde ich. Willkommen zu einer neuen Folge Pietsmeet kocht. Was man auch auf meiner Schürze sieht. Da! Heute machen wir das Lieblingsgericht von unserem Falafel-Fickel, auch genannt Mikkel, auch genannt Mickler, weil er immer Hitler ist, bei Secret Hitler. Und sein Lieblingsessen ist Falafel. Zu diesem Falafeln hat er uns noch als Rezept quasi Hummus geschickt, den wir machen, und dann ein Salat. Tabouleh heißt der, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist ein libanesischer Salat, der ziemlich eklige Zutaten hat, meiner Meinung nach. Was? Und für diese drei Sachen benötigen wir. Ja, und zwar alles außer. Moment. Rohrzwiebel, Tomaten, Bulgur, also Petersilie, die krassen 120 Milliliter Olivenöl. Also, wie viel rohe Zwiebeln da reinkamen, fand ich echt heftig. Ja, da war keine geile Zutat drin. Ich muss sagen, das Rezept habe ich auch noch nicht gemacht selbst. Ihr wolltet ja noch mehr haben als nur Falafel und Hummus. Und da ich den gerne immer sonst so esse, wenn ich irgendwo unterwegs bin, habe ich euch das noch dazu geschickt. Ja, Mikkel, das war auch gut. Das war nämlich mein Highlight, dieser Salat. Der war brillant. Tabouleh hätten wir echt weglassen können. Oh, nur ohne weniger Olivenöl. Das finde ich das Schöne an der Küche, dass du eben ganz viele kleine Sachen selbst zusammenstellen kannst und so. Ne? Also Falafel sind meistens nur eine Komponente von vielen bei mir dann. So wie Schnitzel. Oh. Was machst du denn sonst normalerweise genau, zu deinen Falafel? Schnitzel kombiniere ich auch immer mit ganz Schnitzel, vielen unterschiedlichen Sachen. Mit Pommes, Steak. Mit Bratkartoffeln, mit Gemüse. Also ich habe gerne immer noch so Feta, gefüllte Weinblätter oder gefüllte Peperoni oder Peperoni, Oliven, so solche Sachen. Machst du dir die dann auch selber oder was? Nee, ich mache keine Oliven selber, das dauert ja lange bis zum Baumarkt. Oh Gott, okay. Für die Zutaten fangen wir an mit Tabouleh. Dafür brauchen wir unter anderem Bulgur oder Couscous, Petersilie, Zwiebeln, Olivenöl, Tomaten, Zitronensaft, Baharat, das ist ein Gewürz, und Salz und Pfeffer. Für den Hummus wiederum brauchen wir Kichererbsen, Knoblauch, eine halbe Zitrone, Olivenöl, Tahini, das ist so eine Art Sesampaste, ein Teelöffel Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel. Und dann kann man nur noch ganz viele andere Sachen reintun. Und das letzte ist schnelle vegane Falafel. Dafür brauchen wir Kichererbsen, Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie, Kreuzkümmel, Koriander, Kurkuma, Salz, Pfeffer, Mehl, Backpulver und mein Gott, ey. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, Dennis, warum zeigst du denn die Produkte nicht in die Kamera? Das liegt daran, dass immer wenn ich ein Produkt in die Kamera halte, ich rausgeschnitten werde. Also immer wenn ich ein Produkt in die Kamera halte, werde ich rausgeschnitten. Deswegen sieht das total einfach vor. Aber in der Sekunde, wo man ein Produkt in die Kamera hält, ist das Bild weg. Keine Ahnung. Wie also, Schritt 1. Also Mikkel, das war kein Schnittfehler. Habe ich am Anfang auch gedacht. Es war nur ein Witz, der sehr viel Vorlaufzeit benötigt hat. Ja, sehr gut war. Respekt an der Stelle. Das Tabouleh-Rezept ist schon wieder 10 von 10 geil. Es besteht nur aus zwei Schritten. Schritt 1. Tabouleh ist einer der meistgeschätzten arabischen Salate bzw. Beilagen in der heißen Jahreszeit. Ich liebe die Frische,
die man mit vollreifen großen Zitronen erreicht. Ne, das Schritt Nummer 1 ist, ich liebe den Geschmack. Schritt Nummer 2 ist aber alles. Bulgur für eine Stunde in Wasser einweichen, dann das Wasser abgießen und das restliche Wasser ausdrücken. Oh nee. Okay, steht das hier auch? So, Zubereitung 8 bis 12 müssen? Minuten mit der Nee, das hättest du nicht ausdrücken. Das kommt ja auf die Konsistenz an. Nachdem ich das gekocht habe, war das bei mir schon trocken genug. Du hast es gekocht? Ja, das musste doch ins Wasser. Ich hab's auch gekocht. Also aber das musst du doch nicht in heißes Wasser, drauf. Oder? Doch, klar. Also das stand doch einfach nur in Wasser einlegen. In auf den... Nee, Peter. Das ist ja genau das Problem, das wurde ja auch nicht reingeschnitten. Das kommt jetzt durch Sepp gerade, was der da vorliest. Auf der Packung von Bulgur steht was ganz anderes, als in dem Rezept stand. Jo. Und ihr habt euch eher an die Packung gehalten und nicht auf an das Rezept. Ja, Peter. Also ich bin auch davon ausgegangen, die Hersteller werden hoffentlich wissen, wie man Bulgur macht. Also da stand auch nur eine Viertelstunde und nicht eine Stunde. Ha. Ich habe aber auch Couscous genommen, aber da habe ich nicht auf die Packung geachtet, sondern habe einfach Couscous eine Stunde in kaltes Wasser gelegt und den danach ausgedrückt. Doppelte Menge Wasser kochen. Mal, hier steht was vom Kochen. Wem traue ich jetzt eher? Das ist ja schon mal geil. Für eine Stunde in Wasser einweichen. Eine Tasse. Ich will aber höchstens für zwei Personen kochen. Das heißt eine halbe Tasse. Was ist denn schon wieder eine Tasse? Ich werde das jetzt als meine genormte Tasse verwenden. Lieber zu viel als zu wenig. Mehr ist immer besser. So, so voll würde ich mir meine Kaffeetasse machen. Machen wir dich mal zu einer Tasse. Ich mag kein Bulgur. Wobei, vielleicht ist ja... Also Couscous ist Couscous dasselbe wie Bulgur? Wir trauen dir eher. Das sieht doch eigentlich auch mal... Mikkel, jetzt erklär uns mal die Unterschiede zwischen Bulgur und Couscous. Sekunde. Ja, Google kann ich selbst. Ja, ich da, du hast gerade den Kopf geschüttelt, habe ich ganz genau gesehen. Es ist nicht dasselbe, aber es ist sehr ähnlich. Also, das aber es ist das Gleiche, ja. Bulgur schmeckt kräftig nussig, Couscous etwas milder. Pest oder Cholera? Also ich greife immer gerne zum Couscous. Weiß ich habe auch Couscous benutzt. Wobei man sagen muss, wenn Couscous und Bulgur doch so ähnlich ist, bei Couscous fand ich immer recht spannend, dass du das... so machen kannst, wie du möchtest. Also du kannst ja sowohl so herzhaftere Gerichte als auch eher so süßere Sachen mit Couscous machen. Also mit Bulgur nicht? Ja, müsstest du mit Bulgur ja dann auch, habe ich nur noch nie gegessen. Ach so, ja, okay. Also der Bulgur kommt aus dem vorderen Orient von Libanon bis in den Iran. Und Couscous hat seine Heimat in Nordafrika. Das ist eher so der gewandert von Couscous zu Bulgur. Genau. Okay. Wahrscheinlich auch einfach so eine regionale Sache. Krass. Vom Reiskocher machen können, oder? Es klingt für einen Fall vom Reiskocher. Ich habe heute die Aufgabe, meine Frau hat im Moment sehr Hunger und ist leicht reizbar, wenn das Essen nicht funktioniert. Das hatten wir in letzter Zeit vielleicht das ein oder andere Mal. Deshalb versuchen wir das mal richtig zu machen. So, wir machen jetzt hier einen Cup. Nee, zwei Cups. Ist ja für zwei Tage. Ja, man muss auch sagen, ich weiß nicht, was bei Sepp los ist, aber der hat die linke Seite komplett freigeräumt, wo er schneidet. Ja, ich hab komplett umgestellt. Und er schneidet überhaupt nicht mehr auf dem Herd. Ja. Was ist da passiert? War das beim letzten Mal schon so? Ja, weiß ich nicht mehr. Aber das fällt mir nicht ganz sicher, ob das letzte Mal schon so war. Ich habe es auf jeden Fall sehr breit getreten, als ich es umgebaut habe, aber das wurde wahrscheinlich dann nicht wirklich reingeschnitten. Aber ja, ich habe komplett umgebaut, damit ich endlich mal Platz in der Küche habe. Hm. Du hast doch eigentlich eine große Küche. Ja, das ist, aber da standen überall Geräte und Messerblöcke und das stand da alles rum und ich hatte nirgendwo Platz außer auf dem Zeranfeld. Ja. Heiß 2, heiß 3, heiß 4. Okay, das wird viel zu viel. Wasser rein. Wahn. Ich glaube, das ist ein bisschen krass. Petersilie. Guck mal, du nimmst zum Beispiel Petersilie, nimmst du zwei Tassen. Da ist doppelt so viel Petersilie drin wie Bulgur. Was ist denn das für ein Quatsch? Vor allen Dingen Petersilie kleingeschnitten oder so. Alter, was ist denn das? Ist das krause Petersilie? Das ist krause Petersilie. Ich würde immer empfehlen, die glatte zu nehmen. Die schmeckt sehr viel besser und intensiver. Ich mag die auch besser. Petersilie viel lieber als die glatte Petersilie. Pass. Ich bin da komplett andersrum gepolt. Also mein Tipp ist immer glatte Petersilie nehmen. Ich nehme auch für die Falafel krause Petersilie. Oh nein. Ich mache die ja öfter. Also ich mache die Falafel ja relativ häufig tatsächlich. Ich nehme immer krause Petersilie, weil es lecker. Fucking, wer einfach denkt weglassen. Sich solche behinderten Maßeinheiten? Das will ich auch nicht sagen. Das ist doch schon wieder völlig bescheuert. Das gibt schon wieder Abzüge, Leute. Ganz ehrlich, wenn ich mal ein Rezept schreibe, ja, dann mache ich so Sachen wie, muss 3 Hand Mehl dazufügen,
2 Pausbäckchen Eier kommt dann da rein. Ja. Misst das mal ab, mein Freund. In Wasser einweichen. Wie viel Wasser nimmt man denn da? Ist das so wie Reis? Oder ist das so, nehme ich da jetzt so viel Wasser wie bei Brokkoli? Weißt du was, ich google einfach. Schmeckt das eigentlich noch irgendwas? Das ist schon hart. Dann gibst du den Bulgur in eine Schüssel, übergießt ihn mit kochendem Wasser. Abgedeckt muss er nur 15 hart. Minuten quellen. Verhältnis 1 zu 1. Oh, Tässchen mal halb voll. Ah, oh, ein bisschen mehr Wasser. Aber nicht viel. Ha, mehr Wasser. Und wir starten mit dem Hummus. Seihe die Kichererbsen aus der Dose ab und lass diese abtrocknen. Schneide den Knoblauch klein oder presse ihn mit einer Knoblauchpresse. Gib ihn zu den Kichererbsen hinzu. Gib alle weiteren Zutaten hinzu. Und dann so lange pürieren, wie geht. Ist Seife an meiner Kichererbse? Mikkel? Ja. Welche Kichererbsen empfiehlst du? Oh ja. Gibt's da irgendwelche speziellen, irgendwie die von Gut und Günstig oder die von Bonduell oder die von Aldi oder die getrockneten von Segeberg, ja, genau, oder wie das Ding heißt? Die Frage ist doch, glaube ich, eher, nimmt man getrocknete oder... Nee, ich nehme immer schon eingelegte. Also ich habe dann keine Lust, hier nochmal eine ganze Nacht irgendwie in Wasser einzulegen. Muss es denn dann irgendeine bestimmte Sorte sein? Wie gesagt, Gold gut und günstig, oder ist das scheißegal? Das ist scheißegal. Leider bezahlt mich keiner von denen irgendwie. Das okay. Hätte ja sein können, dass du sagst, boah, ich finde die viel geiler. Nee, ich habe da noch keinen Unterschied festgestellt, tatsächlich. Okay. Also sind Kichererbsen nicht eh nur Geschmacksträger und haben gar nicht so viel selber mitzubringen? Ja, ich würde auch sagen. Also die haben schon einen starken Eingeschmack. Also die können halt, deswegen wäschst du die ja zum Beispiel ab, damit der Geschmack so ein bisschen verloren geht. Denn, weil die scheiße schmecken. Ja, das Problem bei Kichererbsen, aber auch teilweise finde ich bei Kidneybohnen, wenn du die Dose aufmachst, das riecht wie Hundefutter. Ja. Deswegen oder das ist halt ganz krass bei diesem Pressfleisch. Wie heißt denn das nochmal? Hundefutter. Was hast du gesagt, Mikkel? Meinst du Seitan? Also das? Nee, ich meine Corned Beef tatsächlich. Ach, Corned Beef, Jay. Also ich finde, das ist manchmal so 1:1 Hundefuttergeruch. Aber wenn du das abwäschst, ja, dann geht natürlich viel Geschmack flöten. Also wir haben, ich habe so ein Rezept, da machst du so Cookie Dough aus Kichererbsen. Hm. Ne? Also da musst du das dann auch abwaschen. Ich finde das trotzdem immer noch weird, dass das so rumschäumt, wenn ich die abwasche. Ich frage mich auch, was das ist, auch was diesen Geruch macht und so. Seife. Es muss aber Seife wird gut riechen. Seife an meiner Kichererbse? Da pürieren steht. Kommt immer alle da rein. 1 bis 2 Zehen Knoblauch. Alter, what the fuck? Ne, Alter. Das ist eine neue Knolle, die ich gerade angefangen habe. Ne? Das ist die ganze Knolle. Das hier ist die Zehe. Zehe. Ist die groß. Hast du schon mal so eine große Zehe gesehen? Nein, so eine große Zehe. Ich meine nicht deinen Zwiebeln. Fuß. Oder deinen kleinen Däumling da unten. Ich finde, wenn du die so nah an die Kamera hältst, sieht man die Größe noch gar nicht. Aber wenn man das gleich im Vergleich zu irgendwas sieht, dann denke ich halt wirklich so, what the fuck. Muss man eine Banane griffbereit haben. Ja. Buch, oder? Mach ich ja nicht 2 Zehen rein, ich bin bescheuert. Ich mache ja nicht mal die ganze davon rein. Was? Muss ich da den Humus packen? Die war so groß wie weg. Die ist so groß wie 4 Zehen. Guck mal, hinten ist eine Banane als Vergleich. Also. Ja, doch, guck dir halt meine Finger an und das Messer. Zu der Größe. Ja, man sieht jetzt gerade, sieht man die Zehen. Ja, okay. Ich verdecke gerade mit meiner gesamten Hand diese Zehe. Ja, das sind doch gar nicht so groß. Das das ist die größte, mit Abstand größte Knoblauchzehe, die ich in meinem fucking Leben gesehen habe. Und das ist ja die Mutterknolle vor dem Herrn. Die muss doch einen Tumor haben. What the fuck, Alter, das ist jetzt das Highlight des Tages. Mikkel, ich habe einmal Mikkels selbst. Das ist ja traurig für deinen Tag, aber ist okay. Zu Corona-Zeiten kann ich das schon verstehen. Machte Falafel gegessen. Das war bei ihm zu Hause, als wir unseren Norwegen-Roadtrip gestartet haben, mehr oder weniger. Da haben wir nämlich bei ihm. Das Hände sind auch gigantisch. Die waren bei ihm geparkt. Da hat er uns die Falafel gemacht. Und ich muss sagen, meine Begeisterung hielt sich ein bisschen in Grenzen. Ja, das habe ich gemerkt damals. Hast du damals gemerkt? Nee, ich hab's mir gedacht. So. Also, ja, ich wollte aber ein netter Gast Gast sein und ich habe eigentlich doch bestimmt nichts Negatives gesagt, oder? Nee, bestimmt nicht. Chris hat ja sogar eine gegessen, Peter. Ja, okay. Ich habe die sehr oft schon gemacht. Ich finde die super lecker. Ich mache aber nicht den ganzen Kram dabei, sondern ich mache einfach die doppelte Menge Falafel. und ein bisschen. Und dann isst du nur Falafel, oder? Falafel und Dip, ja. Okay. Mit so einem geilen Fladenbrot dabei ist nice. Ja.
Okay. Meine Begeisterung hielt sich ein bisschen in Grenzen. Ach, scheiße, jetzt deswegen erwarte ich jetzt erstmal nicht allzu viel hier heute. Saft einer halben Zitrone. Das drücke ich jetzt einfach mal auch eiskalt hier so rein, ne? Ja, moin. Die scheiß Dinger da reingegangen. Kacke. Kerne. Nein, wie viele sind das? Ist noch einer? Du willst natürlich nicht draufbeißen, das ist unangenehm. Noch einer? Ich sehe keine mehr. Das gibt Ärger von Frau Eieruhr. 3 Esslöffel Olivenöl. Das gibt Ärger. 1, 2, hab's ja rausgeholt. 3 Esslöffel Tahini. Dafür muss ich 9 Esslöffel benutzen. Alter, ich dachte gerade, das war krass. Da in den Kühlschrank stellen. Das war krasses Zeug. Nee, musst du nicht in den Kühlschrank stellen. Wie lange auch nicht nach dem Öffnen? Glaub nicht, nö. Scheiße, ich hab's so in den Kühlschrank gestellt. Das ist ja, den Platz weg. Okay. Auch nicht verkehrt. Also, schadet ja nicht, aber es hält sich. Ja, doch, den Platz weg. Hält sich das ewig? Nee, irgendwann wird's ranzig. Aua! Was bist du überhaupt für ein Zeug? Oh, das sesameigene Öl. Ach, das Sesamöl quasi, oder was? Das habe ich noch nie benutzt. Da bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. What the fuck, Alter? Das riecht 1:1 wie Erdnussbutter. Ich finde bei dem Zeug immer noch so krass, dass obwohl es irgendwie gefühlt so flüssig ist, deinen Mund so trocken macht. Ja, das ist crazy. Das ist bei dem Mousse aber häufig so. Bei Mandelmousse ist es auch so. Bei Erdnussbutter ist es auch so, oder? Also zumindest wenn du viel davon reinballerst, ja. Weil die fucking salzig ist. Ja. Erdnussbutter zumindest. Ja, aber bei dem Zeug ist es einfach strange. Ich weiß nicht, es ist halt so flüssig und nass und so, dann tust du dir den Mund und dein Mund ist einfach staubtrocken. Das ist super krass. Das ist voll crazy. Das ist wie so geschmolzenes Eis. So ein McFlurry eine Stunde stehen gelassen hast. Du bist natürlich ein gutes Windel am Anfang. Das zieht dir alles zusammen. Das ist Mikkel, so, als wenn ich... benutzt du eigentlich Tallin oder wie das Zeug da heißt, oft? Immer, wenn ich Hummus mache. Also. Tallin. Tahiti heißt es, glaube ich. Die Hauptstadt. Die Hauptstadt des Landes. Koch die immer. Ich bin da immer. Also aber nur dafür oder gibt es davor noch was anderes? Ich überlege gerade. Ich glaube, so in der veganen Küche nutzt man das noch hin und wieder. Aber nee, ich nutze es eigentlich nur für Hummus. Okay. Wenn ich davon einen Löffel genommen hätte, vom Mehl, jegliche Feuchtigkeit in deinem Mund zieht sich einfach so krass zusammen. Okay, das Zeug klebt ja mal wie Hulle. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Kreuzkümmel. Wenn man es noch ein bisschen pushen will, Koriander, Paprikapulver, Hefeflocken und oder Petersilie. Nee, lass mal bei dem Basic-Zeug bleiben. Experimente machen wir, wenn wir das Original kennen, dann fange ich an, Experimente zu machen. Ein bisschen Salz, Pfeffer, dann noch, wenn wir haben, Paprikapulver. Das haben wir. Okay, das haben wir nicht mehr. Petersilie, wenn man hat. Can I help you? Und du bietest mir keins an? Willst du auch Wasser? Du hast kein Wasser da. Irgendwie ist das jetzt nicht so viel. Ich hoffe, das kann trotzdem püriert werden. Der ist aber, also der hat echt schon viel mitgemacht, dieser Rührstab oder Pürierstab. Ich glaube, das ist so der Endgegner gerade. Ja, das hast du nicht im Thermomix gemacht? Weil ich den Thermomix ja noch für was anderes brauche. Wie die anderen Kichererbsen. Das ist richtig, hastiger als die Falafel. Ich wollte das voneinander trennen. Strikte Trennung aus zwischen den Kichererbsen. Versuchen, hast du einen Thermomix? Ja, Familienerbstück quasi. Ah ja. Also noch so einen alten oder was quasi. Also ja, nicht diesen. Genau. Nicht den so quasi den mit den 20 Tasten, ne? Ja. Ja, okay. Hast du gerade das Problem, dass es zu fest ist, Chris? Ja, da steht aber in der Anleitung schon. Ja, okay. Dörflaum helfen. Also, meins war auch zu fest. Also, ja, mehr Olivenöl hilft, oder was? Soll ich jetzt schon verraten, was hilft, oder wollt ihr auch? Hast du doch selber schon in die Anmerkung geschrieben, oder nicht? Ja, also, man kann ein bisschen Olivenöl, aber auch ein bisschen Wasser ist auch nicht verkehrt. Okay. Naja. Wieso Dörrpflaumen? Kommt dann da rein. Wenn es ein bisschen fest ist? Aber Dörrpflaumen machen die Flüssigkeit? Ihr redet wahrscheinlich gerade von Stuhl, Peter. Das ist ein Stuhlgespräch gerade. Oh mein Gott, keine Ahnung, Alter. Ich wusste auch nicht, dass Dörrpflaumen. Wie ernsthaft du das besprechen wolltest. Ich dachte, jetzt kommt der heiße Tipp, Alter. Ich dachte, jetzt kommt der Shit. Dörrpflaumen. Stift und Zettel bereitlegen. Hä? Was ist das denn?
Mikkel, wir haben uns alle bei dem Rezept darüber aufgeregt, dass, wenn man sich ans Rezept hält, das bei allen von uns zu hart war. Warum macht man nicht direkt eine größere Flüssigkeitsmenge rein? Das weiß ich auch nicht, warum sie das nicht machen, aber das ist, ich finde, so Falafel und Hummus ist etwas, woran man sich rantasten muss. Beim ersten Mal wird es noch nicht so geil, wie es sein könnte. Ja, also ich fand auch später, gerade so bei den Falafel, den Hummus habe ich auch zum ersten Mal gemacht, da kannst du ja auch so gewürztechnisch ganz viele andere Sachen noch reinmachen, so Chili oder was weiß ich. Bisschen Zimt ja finde ich immer geil, so eine Zimtnote. Zimt? Ja. Zimt. Da machst okay, du aber dann nicht. Du machst aber das nicht hat jetzt wieder Verhältnis, so eine Verarsche wie mit Dörfern. Nein, keine Verarsche. Du machst aber nicht ein Verhältnis Zimt wie Kreuzkümmel da rein, oder? Nee, ist also. Weniger. Das ist, ja, genau. Okay. Na, probiere ich mal aus. Ja. Eigentlich wäre es ja dem Rezept entsprechend. 10 ja. Esslöffel Salz müsst ihr das mal probieren. Das sieht musig aus. Komm da raus. Das ist geil, das ist auch richtig okay, gut. Okay, ja. Mal gucken, was jetzt hier abgeht. Play. Was ist das für ein Gerät, lieber Sebastian? Neu, oder? Das ist ein Testgerät für Julius zum Brei machen. Da ein kannst Test- du drin Dampfgarn. Ist das ein Tee? Das ist ein Tee? Für, ach nee, das sieht aus wie das Teufelzeichen. Was heißt nee, denn das ist ein Testgerät? Das haben die mir zur Verfügung gestellt. Das ist ein Test. Ah, weil ich gesagt habe, bevor ich dafür Werbung mache, will ich das testen, weil ich will für keinen Schrott Werbung machen. Ja, guck und mal, schon hast du Werbung gemacht. Schon hast du Werbung dafür. Ja. Müssen wir dafür noch Werbung machen? Ja. Müssen wir das jetzt kennzeichnen? Ja, kriegen wir ja nichts für. Also, ja, doch, du hast das Gerät bekommen. Gekriegt. Das ist ja nur eine Leihgabe. Ja, nur eine Leihgabe, Peter. Oh ja, okay. Damit kannst du Brei, damit kannst du Brei machen. Du kannst damit sowohl Dampfgarn, was ganz nice ist, aber auch direkt das zerkleinern und dann machst du was ist denn an dem Gerät scheiße? Ja, ja, genau, wir entwickeln uns nämlich gerade Richtung Werbung. Warum hast du noch keine Werbung dafür gemacht? Für wenig Portionen, also du musst halt, du kannst dann maximal für 2 Tage die Portion machen. Also das ist halt so gesehen aufwendiger. Das ist also Schrott, ja? Übelst, ja. Wie teuer ist das eigentlich? Teuer, komplett überteuert. Ja, nee, also wenn ich mir halt denke, dass das Ding, keine Ahnung, 200 Tacken kostet oder so, dann kannst du ja auch ja, ein Viertel Thermomix kaufen. Ein Viertel Thermomix. Darauf wollte ich gleich. Ja, da habe ich mir schon gedacht. Aber der, ist ein aber der Thermomix kann mehr. Nee. Ja, okay. Ich glaube, der kostet um die 150 Euro. Ja, dann geht's ja noch. Der Thermomix? Nein. Nee. Gibt auch Vergleichsprodukte von Konkurrenten. Okay, sehr gut. Müsstest du die jetzt nicht nennen, damit wir keine Werbung dafür machen? Okay, alles klar, okay. Sehr gut. Philips ist auch Bosch. Gut. Ja, alles klar. Alter, cool, gut, das geht. Das klappt voll gut. Fertig! Okay. Also das ist eher so 50% fertig. Ich glaube, da müssen wir nochmal einmal umrühren. Das funktioniert nicht. Das ist zu dick. Das ist zu dick, ja. So, von Hand wird weiter püriert. Wer füttert denn auch seine Kinder mit Kichererbsenbrei? Keiner, weiß oder? Weiß nicht, also so von dem Brei her könnte das aber hinkommen. Was spricht dagegen im Vergleich zu anderen Brei? Weiß ich nicht. Ja. Irgendwie denke ich mir, das sollte. Ist das nicht eher süßer immer? Nee. Du machst ja auch nicht? Kartoffeln, Reis, Nudeln, da kommt alles rein. Okay. Ist Kinderbrei nicht eher sehr unterwürzt, so in alle Richtungen? Ja. Also da darf eigentlich kein zusätzliches Gewürz rein. Und Kreuzkümmel. Freut sich die Darmflora. Oh, guck mal, was Neues. Die Geräusche, die ich hier haben möchte. Also ich sag mal, ich bin fertig. Schön vollgestopft, die Scheiße. Ich finde das jetzt ein bisschen mehr Flüssigkeit geht da schon. Thermomix wäre natürlich Wasser. Einfacher. Wir schauen mal rein. Kenwood macht aber auch tolle Sachen. Mensch, Käse. Das kommt mir ein wenig trocken vor für Hummus. Bisschen mehr Olivenöl. Ein bisschen wenig, oder? Dann läuft der Hase. Ist nur für einen Tag. Ist nur für 2 Personen ein Tag. Das sieht jetzt, glaube ich, besser aus von der Konsistenz. Oh ja, es läuft langsam. Oh, das sieht gut aus. Das könnte man jetzt einfach schon so lecker mit Brot snacken. Ja. Okay. Ich würde sagen, das ist gut. So, damit haben wir Hummus-Check. Machen wir als nächstes den Salat. Tabouleh. Dafür müssen wir erstmal so ein bisschen rumschneiden. So, erstmal mache ich mir jetzt hier mein Getränk auf. Ups, da war zittern schon da. It's so beautiful. Zittern? Für 4 Personen. Zitterst so, du, wenn du Bier einschenkst? Das ist der Witz. So. Ey, Peter so zittert, Motto, endlich Alkohol. Also ich dachte eher, du bist hatte. So alt, du zitterst jetzt schon. Das wie lange ist denn lange? Falls du jemanden zum Reden brauchst. Peter, ich kann dir dann eine Nummer empfehlen.
Also, warte mal, die kann ich dir eben schicken. Friendly Fire hat da, glaube ich, auch schon mal was Gutes für getan für den Bereich. Haben wir? Ich glaube, in dem Bereich nicht, nee. Okay, okay. Sollten wir uns mal auf die Fahne schreiben. Sollte Peter mal als Botschafter. Schön mit dem Wand. Wir müssen den anderen haben, der Peter besucht. Ja, Peter ist ja noch nicht trocken. Also. Ja, genau. Kuskus nicht so wie das Hummus. Also Bulgur für eine Stunde einweichen, dann das Wasser abgießen und das restliche Wasser. Oh nein, nicht so eine Diskussion jetzt. Der Hummus. Der Hummus? Also der Hummus. Ja, der Hummus. Okay. Bevor du mit der, die das ankommst, könnt ihr ja erstmal darüber diskutieren. Peter sagt Hummus und Jay sagt Hummus. Hummus. Das sind doch zwei M, ist doch der dann Hummus. Hummus. Der Hummus, würde ich sagen. Warte, okay, du hast jetzt die mittlere Geschwindigkeit. Ja. Mit Absicht. Okay, also erstmal der und das ist beides richtig, laut Duden. Ach krass, okay. Ja, aber ich denke aber, ich bin aber eigentlich noch auf, ich weiß nicht warum, aber ich denke auch immer bei Hummus an den Boden. Ja, das und den spreche ich auch Hummus aus. Wird der genauso geschrieben, Hummus der Boden? Besser. Nee, ich glaube mit einem M tatsächlich sogar. Ja, dann ergibt Hummus ja auch Sinn, aber mit zwei M. Ja, aber Hummus. Ich weiß nicht, also das ist halt die in meinem Worttrennung Kopf so laut Duden ist Hummus. Hummus. Also zwischen den M ist die Worttrennung, also aber das sagt mir ja nicht, wie das ausgesprochen wird. Hummus. Moment, man kann es dir die Aussprache nicht anhören, Moment. Ja. Hummus. 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 Nein, Hummus. Nein, nicht Hummus. 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 Hummel. Wasser ausdrücken. Alle Zutaten bis auf die Hälfte der Tomaten gut mischen und die restliche Tomaten als Garnitur oben drauf geben. Ja, ich vermische eh alles. Da kommt jetzt einfach alles da rein? Okay. Ja, Garnitur ist echt für Lappen. Natürlich, ich muss euch doch was vorstellen. Ich habe feierlich zu verkünden, bei den Zutaten, ja, keiner, vielleicht Peter, keiner hat sonst Baharat. Keiner! Was ist das? Ich hab das schon ist dein Lieblingsrezept. Nein, aber ist das das Gewürz, was du so geil findest, Peter? Du hattest mal irgendwie bei Instagram. Nee, das ist Sumach. Sumach ist das, was ich so geil finde. Baharat ist eine Gewürzmischung einfach. Das ist kein eigenes Gewürz. Du sagst ja gerade Peter Mickel, die Gewürzmischung aus Mickels Lieblingsrezept. Ja, das ist jetzt ein bisschen irrittierend, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich das den Dieser Skandal, den hatten wir bei Lara schon mal. Ja, ja. Und der Verein der Falafel-Freunde wird hoffentlich bald das Geld überweisen. aber dieses Sumach? Was ist das? Ich habe es noch nicht Verein gefunden. Verein der Falafel-Freunde? Sumach? Sumach ist ein Gewürz aus, keine Ahnung, woher, Timbuktu, nee, ich weiß das wirklich nicht. Toll, es gibt falafelfreunde.de, wirklich. Ernsthaft? Nice. Hier, Mikkel, der Otto Lengi, der, kennst du den? Nee. Otto Lengi ist so ein Kochbuchautor, ist ganz im Hype gewesen die letzten Jahre, macht ganz viel vegetarische und vegane Küche, vor allem vegetarische Küche. Otto Lengi. Ich glaube, das ist aber der komplette Nachname. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, der heißt nicht Otto Lengi. Der heißt Jotam Otto Lengi. Ja, genau, so. Und der, von dem habe ich ein Kochbuch und der macht da ganz viel mit außergewöhnlichen Gewürzen und so. Und Sumach ist eines seiner Lieblingsgewürze, genauso wie Zatar. Oh, Zatar kenne ich, das ist geil. Klingt ein bisschen wie so ein Fußballer, aber ist sehr lecker. Ja, und daraus haben wir gestern erst wieder Nudeln gekocht mit Auberginen. Also den kann ich dir ganz sehr ans Herz legen, weil der macht ganz tolle Gerichte. Vielleicht hast du mal eine echte Frage aka an dich, sizilianischer Zucker. Wenn du hast ja irgendwann wieder Geburtstag. Jetzt nicht bald, aber irgendwann wieder, ja? Auberginen. Wenn du mal Zack Pepe persönlich kennenlernen könntest, ja? Oder Jotam Otto Lengi. Wäre das schon geil? Nee. Tim Raue aber schon. Tim Raue, okay. Wer ist das denn? Ja. Okay, lebt Fußballspieler. Ja. Ja, Jacques Pepin, weiß ich auch nicht. Den will ich auf seinen alten Jahren nicht mehr auf den Sack gehen. Sieht das aus wie das, was immer auf den Döner kommt, wenn die fragen, scharf? Ja, das ist rot, das ist rötlich, genau. Aber ist überhaupt nicht scharf. Ist ein ganz geiler Geschmack. Ja, scharf oder nicht scharf. Muss ich mal suchen gehen. Ja, ohne Witz, da machen wir jetzt demnächst wieder einen Salat von, der ist mit Spinat und Sumach und Datteln und Brot geröstetem. Das ist super lecker. Richtig gute Sachen. Okay, weiter. Das steht da dran, Afrika. Aber ich habe Baharat. Da drin sind Paprika, Kreuzkümmel, Pfeffer, Schwarzkümmel, Piment, Nelken, Koriander, Muskatnüsse, Zimt, Knoblauch, Kardamom. Eine AKA, das ist schon man eine merkt Bombe. Eh nur die Nelke. Also, geil. Aber man merkt die sagen, Nelke. Also die Nelke haben sitzt sich halt immer durch. Also das reicht. Ist auch gut, dass man Baharat nicht gefunden hat.
Okay. Ja, hast nichts verpasst. Tasse Zwiebeln. The fuck ist eine Tasse Zwiebeln. The Zwiebel, klein. Küchengeräte werden heute auf jeden Fall beantwortet. Oh, gut, dass du das sagst. Ich muss mir eben einen neuen bestellen. Oh, ist deine kaputt gegangen? Nein, der ist schon. Ja, ist war der nicht schon mal kaputt? Oh, die Halbwertszeit ist aber sehr gering bei dir. Ja, solche Sachen halten nicht lange. Ich finde, der Nicer Dice hält auch nicht so ewig lang. Ich hatte ja auch schon mal einen. Okay, also bevor hier so rumgeneralisiert wird, der ist mir runtergefallen und ich bin dagegen getreten. Also ich glaub, das fällt einfach auseinander. Geplante Obsolenz nenne ich das. Ja. Runtergefallen und gegengetreten. Aber der Ass ist aber groß. Kumsi. Die große Frage ist, wie geht's immer? Es ist auch so die einzige Konstante in meinem Leben. Emma. Ja, dass Emma bei Pete's Meat kocht immer darum bellt, wenn Chris Zwiebeln schneidet. Das ist die einzige Konstante in deinem Leben. Das ist die einzige Konstante in meinem ja, Leben. Ja, plus unsere morgendlichen Meetings, hoffe ich ja wohl. Jetzt habe ich euch nicht beide verstanden, aber das ist immer noch die einzige Konstante. Nein, Mikkel, unsere morgendlichen Meetings ja, sind auch eine Konstante. Und Oscar. Ja, der ist ja quasi Teil davon. Okay. Von der Konstante. Zwiebelalarm! Dann eine halbe Tasse Zwiebel. Ja, das war eine halbe Tasse Zwiebel. Das hier ist. Wie viele Tomaten brauchen wir denn? 0,75 Tassen. Ja. Was machen wir denn mit den Tomaten? Ja. Was denn, wenn die Tomate das da nicht ist rein eine muss? Aufgabe für den Nicer Dicer. Ist der noch heil? Ja. Ich habe Geschichte. Da von dem mit dem Brettchen. Ja, das ist, oh, das ist die smarte Idee. Das ist das Beste überhaupt. Ja. Das ist so ein Lappen. Null. Gar nicht. Mal fiddeln. Restlichen Tomaten als Garnitur obendrauf. Ja, Garnitur, gar nicht Schmur, sag ich mal. Zwei ganze Tassen Petersilie. So geil, wie viele Küchengeräte wir haben. Und alle sind halt anders. Richtig aufgestockt, ey. Voll das nice. Den Nicer Dice habe ich damals nur als Joke gekriegt, weil den haben wir zusammen mal wieder in der Werbung gesehen bei diesen QVC Fernsehsendern. Und dann habe ich den zum Geburtstag gekriegt. Fand ich eigentlich saugeil. Ja, der kommt immer mal wieder vor in deinem Video. Also ich glaube, der wird ganz gut benutzt. Schon hin und wieder. Aber das Ding ist, weißt du, je mehr Küchenhelfer du benutzt, desto weniger. Ich kann null Zwiebeln hacken. Kann ich nicht. Ne? Oder brauchst du auch nicht. Hast du ja dafür schnell. Ein Gerät. Ja, genau. Aber das ist, da kannst du dann halt auch davon ausgehen, wenn wir mal im Urlaub sind oder so und irgendwer sagt mir dann, ey, hack mal Zwiebeln, dann sage ich, oh, das dauert jetzt erstmal 10 Minuten. Ja. Ja, gut. Einmal im Urlaub. Ja, machen wir im Urlaub ja nicht. Im Urlaub sagt ja keiner, ey, hack mal Zwiebeln, wenn wir in Urlaub fahren. Nee, aber wenn ich zum Beispiel den Urlaub fahre. Fährt ja auch schon mal ohne uns in Urlaub. Ach so, ja, stimmt. Nein, das gewinnt ja manchmal, ne? Nee. Und dann nehmen wir halt mittlerweile den Thermomix mit. Und Ja, okay. Ist ja auch irgendwie logisch. Also, ja, aber wenn, nee, nicht unbedingt, ne? Weil wenn du halt manchmal für Sachen einen Mixer brauchst, ja, dann hatten wir, wie gesagt, haben wir ja schon mal gesagt, da hatten wir in einer Wohnung, war dann so ein Mixer und der war halt völlig am Much. Und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir den Thermomix mit. Ja. Kann ich die Petersilie auch in den Häcksler reinschmeißen und wird dann geil? Ja. Ja, nice. Probieren wir das mal, ob wir das alles hier reinkriegen, geil, auch wenn das Brainer überhaupt hat. Nicht da reinpasst. Ja, so vor allem elektrisch. Deswegen ist Julius auch immer so ruhig. Entspannt und gelassen. Jetzt nur nicht zu klein machen. Ist halt ein bisschen feucht jetzt. Gut und schlecht vielleicht zugleich, das weiß ich noch nicht. Ja, wenn man das anhackt, kommt auch dieses Petersilienaroma viel mehr durch. Dazu gibt es auch irgendwo einen Deckel. Egal. Und? Okay, das hat nicht mega gut funktioniert. War aber auch nicht mega kacke. Ja, passt schon. Aber das kam noch rein. Olivenöl? Ja, ich brauche auf jeden Fall mal einen Ersatz für das Ding. Das größte Problem an solchen Küchen... Wofür ist das eigentlich? Eigentlich zum Kleinen machen. Also kannst du Zwiebeln halt reintun und so weiter. Paprika und bei den vielen Sachen klappt das auch ganz gut. Aber irgendwie scheinen die Klingen nicht scharf genug zu sein oder sind schon zu abgestumpft, weil zu oft benutzt, um halt so Sachen noch zu schneiden wie die Tomate oder Petersilie. Ja. Was mich aber am meisten solchen Küchengeräten stört, warum ich die mittlerweile auch ganz oft von der Hand schneide, ist, die sind halt da nicht spülmaschinenfest. Oder wenn du die in die Spülmaschine tust, sind die trotzdem nicht sauber. Mhm. Und dann ist halt nervig. Dann ist dann auch so komplett unnütz, weil wenn du dann so 10 Minuten brauchst, um die sauber zu machen, kann ich lieber die Zwiebel mit der Hand schneiden. Ja, true. Definitiv. 20 Milliliter? Nehmen wir denn jetzt wieder 120 Milliliter hin. Das ist viel, ja. Definitiv weniger nehmen. Mikkel, warum bist du da so überrascht? Das ist doch dein Rezept. Das haben wir schon aufgeklärt, glaube ich.
Ja, ich bin okay, mittlerweile am Überlegen, ob ich dann Olivenöl einfach vergessen habe. Weil mir, ich also kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Ja, also ich habe extra weniger genommen. Ist ja auch scheißegal, ob du dann Olivenöl vergisst oder nicht. Die anderen Zutaten sind trotzdem nicht gut. Du hast gar keine Ahnung, Jonathan. Ja, da muss ich dir zustimmen. Die Zutaten sind schon gut, aber die Kombos irgendwie. Das ist belastend, ich habe nicht genug. Das heißt, ich muss jetzt ein Trefel begehen und zwei verschiedene Olivenöle mischen. Peter wird mich dafür schlagen. Wir haben das Problem gelöst. Nein. Wir haben nicht genug Olivenöl, also nehmen wir das, was wir haben. Ja, zum Pfeffer und Baharat. Zwei Messerspitzen Baharat. Ich habe keinen Baharat. Was ich habe, ist Koriander, Paprika, bisschen Chili, ganz klein bisschen Kreuzkümmel. Das habe ich. Eine Messerspitze, dafür habe ich jetzt eine ganze Packung gekauft. Das ist ein bisschen wie die Melke ist einfach immer penetrant des Todes. Das war eine Messerspitze. Okay, also dann haben wir Tomatensaft. Das sieht halt, glaube ich, auch nur einfach nach viel aus. Aber. Oh, das ist gut. Bitte nochmal zurück, Peter. In diesem Video. Highlight. Spinnen! Ja, das ist echt schade, dass wir Jays Reaktion darauf leider verloren haben. Aber, weil er konnte selber nicht glauben, was jetzt passiert. Wir spitzen die Ohren. Das war eine Messerspitze. Okay, also, dann haben wir Tomatensaft. Zitronen. Frisch gepressten Orangensaft. Zitronen. Kronensaft. Zitronen-Orangensaft. War so geil. Orangensaft, Tomatensaft. Ja. Frisch gepresst, sehr gut. Wir haben ja noch ein bisschen Zitrone. Oh, ich habe Feta gekauft. Ja, stimmt. Aber es steht nicht im Rezept. Du bist richtig smart. Also ich war smart, aber du bist smarter, denn du hast dran gedacht. Mann, der sieht schon geiler aus. Let's taste. Vom Salz jetzt gut. Bisschen Pfeffer, würde ich noch sagen. Sehr lecker, schön frisch. Sehr gut. Zwei von drei erledigt, Freunde. Kommen wir zum großen Finale. Frittierten Bellekes. Schnelle vegane Falafel. So. Die Kichererbsen abtropfen und mit kaltem Wasser gut abspülen. Zwiebeln, Knoblauch schälen und etwas zerkleinern. Kichererbsen mit Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie pürieren, dass eine Art Paste entsteht. Gehen wir erstmal bis dahin. Wir machen nämlich nicht so viel Falafel. Ich bin nämlich kein großer Falafelfreund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Falafel nämlich super langweilig. Sind Falafeln einfach frittiertes Hummus? Das sind ja exakt alles die gleichen Zutaten, oder nicht? Ja, wir werden sehen. Ich glaube, ich bin hier was ganz Großem auf der Spur. Ja, aber wenn du die in der Hand hast, die ist so groß wie Jays Knoblauchzehe. Ist so. Also, in Falafeln sind keine Tahini drin und im Hummus ist kein Mehl. Und Backpulver. Das ändert alles. Backpulver, ja. Ah. Das ändert ja, okay, sehr viel. Naja, pack mal 9 Esslöffel Mehl in den Hummus rein. Ja. Ja gut, aber Mehl ist ja wirklich nur zum Strecken, damit man das frittieren kann. Aber dann ist es von mir aus gestrecktes Hummus ohne Tahini. Ja, also viel. Bei Strecken tust du es ja nicht. Also ist das Mehl nicht, damit es halt geil knusprig wird so? Ja, du musst es halt trocken, also musst es halt mehr machen, ohne den Geschmack zu verändern. Ah, okay. Das machst du halt mit Mehl, damit es trockener wird auch, ja. Warum machst du nicht einfach mehr und lässt es trocknen? Ich glaube, das funktioniert nicht. Wobei, wer weiß, vielleicht ist das geiler. Klein schneiden, denn da kommt eher alles in den Mixer. Mit den Kichererbsen zusammen und dem Petersilie wurde gesagt. Okay, Petersilie habe ich aber noch nicht. Wir brauchen mehr Petersilie. Alles klar, hat noch nicht genug Petersilie hier gemacht. Kein Thema. So, nehmen wir den ganzen Rest der Petersilie jetzt auch noch. Was soll es? Das Ganze wird jetzt püriert. Und go. Also, wir probieren das jetzt nochmal. Ist auf deinem Ding noch der Aufkleber vom Testergebnis bei Stiftung Warentest. Und go. Yo. Ja. Okay, nice. Ja, der ist gut, sagt der Stiftung Warentest. Ja, Aufkleber ist gut. Also, wir probieren das jetzt nochmal. Es geht jetzt ums Prinzip. Ist mir richtig zu? Okay. Das klappt vielleicht doch nicht so ganz gut. Okay, was muss ich jetzt machen? Nun die Gewürzhinzufügen noch einmal durchpürieren, bis alles gut vermischt. Wobei der genauso reicht wie der von Kenwood. Also vom Prinzip. Ja, okay, aber ich denke mal, da ist ein bisschen mehr Power drin. Das ist jetzt nicht reingeschnitten, aber ich habe zum ersten Mal den Kenwood bis auf maximale Power und dann wackelt das Ding ein bisschen. Also das geht richtig ab, damit habe ich nicht gerechnet. Also wackeln jetzt nicht gefährlich oder so, aber da ist schon mehr Power drin, als ich dachte. Und das Ding wiegt ja auch ordentlich, ne? Oh ja.
Gras, Kurkuma, Koriander und Kreuzkümmel. Ja, sie sind zurück. Kreuzkümmel mag meine Frau nicht so gerne, Koriander mag ich nicht so gerne. Dann tue ich von beidem nur einen Löffel rein und tue als, ich glaube, letztes Mal habe ich Curry mit reingemacht, als so Ausgleich. Okay. Nein, jetzt. Der Koriander ist komplett leer. Ja, oder Paprika oder Chili, ne? Das ist ja, du kannst da mal viel ranmachen, ne? Also. Ja, das geht. Der schmeckt ja auch noch an nichts ohne Gewürze. Ja, ist wirklich so, ja. Ja, also das kommt, halt, okay. Genau, kommt ja durch die Gewürze. Also ja. Deswegen kommt ja auch eine Menge Salz da rein und so ein Kram. What the fuck? Wo machen wir denn jetzt? Oh, wir könnten die Falafel mal ein bisschen schärfer machen heute. Also tun wir mal ein bisschen Chili rein. Ein bisschen Paprika. Hey, ja, nice. Frittiert man ja dann nur die Gewürze. Was? Eigentlich frittierst du ja dann nur die Gewürze, oder? Nee, da ist auch noch Kichererbse. Ja, aber die ist ja nur Füllmittel, damit der Magen gefüllt. Ja, aber die wird auch frittiert, also. Ja, okay. Das ist genauso, wie ich das erwartet habe. Alles schön an den Rand gedrückt. Wieso ist das heute? Ich dachte, das wird voll das entspannte Mickel-Rezept. So entspannt wie Mickel. Das ist doch auch. Ach Mann. Also die Falafel sind ja normalerweise die Kichererbsen mixen, den ganzen Scheiß nochmal in den Mixer, daraus Teigform frittieren, Ende. Ich finde das auch immer sehr kompliziert. Relaxend. So. Ich hab den Kampf verloren. Ja, okay, das ist nicht so entspannt. Die Paste in eine Schüssel geben, das Mehl löffelweise. Ich glaube, ich brauche auch einen Thermomix. Einfach einen vernünftigen Mixer. Ja, oder einen Thermomix. Wie ist das beim Thermomix denn nochmal? Ist halt immer noch so, dass du vorgeschlagen werden musst, um da in diesen heiligen Kreis der Thermomix... Nee, ich habe gerade schon nachgeguckt. Du kannst dich einfach für so einen Termin bewerben. Nee. Du musst aber einen Termin machen. Genau. Ja, pass auf, das ist ja nicht abgeschlossen, Peter, so nach dem Motto, du kriegst keinen, weil ne, du musst dazu eingeladen werden, sondern die verkaufen dir im Endeffekt einen nach dem Motto, da kommt dann jemand zu dir nach Hause und zeigt dir, wie der funktioniert. War auch in Corona-Zeiten? Bei uns. Nee, in Corona-Zeiten aktuell geht das Ganze per FaceTime. Ja. Geil. Mhm. Fand ich aber auch ganz gut, ne? Also die erklären direkt alle Funktionen, was du machen kannst. Du hast direkt, wenn jemand da war, schon was zu essen in der Hand, weil die machen ja auch direkt was. Was jetzt nicht ewig lange dauert, aber den neuen. Dass man die Dinger trotzdem nicht einfach kaufen kann. Finde ich halt ein bisschen witzig. Im Geschäft kann man den einfach kaufen. Ah. Aber nur bei Vorwerk im Geschäft. Ja, logischerweise. Aber den neuen kenne ich tatsächlich gar nicht. Angeblich kann er jetzt auch braten, oder? Gibt jetzt der aktuellste TM6. Ja, aber keine Werbung hier. Aber ich finde trotzdem, auch wenn wir uns gerade sehr viel darüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile auch braten kann, aber... Gabel gut untermischen. Zuletzt das Backpulver untermischen, bis alles glatt ist. Ist der Teig noch zu matschig? Einfach noch etwas Mehl hinzugeben. Was? Also, hat man eigentlich vor, nur die Falafel zu machen, ist man im Endeffekt jetzt fast schon fertig. Das sieht eigentlich relativ normal aus. Also, Mehl. 9 Esslöffel Mehl? Frittiere ich nachher nur Mehl? Es ist gleich nur noch Mehl. Okay, Hasi, ich bin verwirrt. Das ist übelst viel Mehl. Also, vielleicht ist da auch voll der krasse Trick hinter, den ich einfach nur nicht schnall. Ich würde sagen, das ist ein guter Teig. Ja, ich nehme immer gerne die Hände zum Beispiel. Was nimmst du? Ich sage, ich nehme immer gerne die Hände zum Kneten. Also. Habe ich auch genutzt. Ja. Aber ich glaube, meiner ist zu trocken. Ich habe gar nichts mehr bleibt kleben. Ja, dafür ist meiner zu feucht gewesen. Also ich würde sagen, jetzt, der sieht erstmal ganz okay aus. Ja, aber die Dinger sind scheiße trocken geworden, also würde ich sagen. Ja, ja, nicht gut. Krasse Trick hinter, den ich einfach nur nicht schnall. Ich würde sagen, das ist ein guter Teig. High five! Dann sieht man meine Hand. Dann ein Esslöffel mit dem Teig in der Frischspitze in Bällchenform, das Öl in einem Topf auf höchster Stufe aufheizen. Okay. Ja, okay. Ist klebrig, kriegen wir hin. Ein Teelöffel gestrichener Backpulver. Und es ist übelst anstrengend, das Gericht. Ja, Mickel ist. Ich weiß gar nicht, warum nicht Mickel so ein Tier ist, wenn er das ständig macht. Wenn man das vermischt hat, sollte sich das eigentlich. Ja, ich muss jetzt nicht so hart. Doch. Ich relativ trocken anfühlen. Oh ja. ich hab das Backpulver vergessen. Das ist belastend. Ja, das ist schlimm. Mal neu. Okay, auf ein neues. Wenn es nicht mit Backpulver ist, dann wird es leider noch nicht größer, geht oder? Nicht auf. Weil, ja, da geht der halt nicht auf. Ist doch scheiße. Ja, bei Mathe ist das schlimm, wenn man nicht aufgeht. Okay. Oh Mann, ey. Dann frittieren wir den Spaß jetzt. Okay, ich hab hier schon mal... Was machst du da den Kuchen sonst? Nee. So, großes Finale. Das Frittieren. So, 150 Grad. Sieht aus, als wenn der Spermium drin schwimmen würde. Ich hab voll Bock auf Falafel jetzt. Fängst du langsam an. Jo, zwiebelt richtig. Macht Blubberblasen. Sieht aus wie Frittieren.
schmeißen wir einfach mal alle da rein. Aufpasse. Sind Falafel nicht größer als das? Ganz ehrlich, ja, das ist mein Daumen. In der Hand quasi. Ja, aber ja, du hast es zwar in der Hand, aber gibt ja eine Beschreibung. Da stand ja drin, du sollst einen Löffel nehmen und dann mit den Fingerspitzen zu einer Kugel rollen. Und auf einem Löffel passt ja nur eine begrenzte Menge. Nee, nach oben. Also Löffel ist ziemlich viel abschneiden. Gerade was ein Esslöffel ausmacht, gibt es ja den gestriffenen oder den gehäuften. Also wenn du richtig da reinschaufelst, dann hast du ja so einen halben Kilo fast auf so einem Löffel drauf. Also wenn ich mir jetzt dein Ding da so angucke, würde ich sagen, mein Löffel ist größer als dein Löffel. Oh, dafür ist aber Jays Knoblauchzehe größer als dein. Ja, stimmt. Also meine Knoblauchzehe war größer als voll das, als das Ballett. Ich werde kurz an die Tür gehen. Moment. Okay. Raum ist direkt so echauffiert, weil dein Löffel größer ist. Er hat sich direkt einen neuen Löffel bestellt. Komm gleich rüber, hau dir auf die Stauze. Dann machen wir einen Löffelvergleich. Aber jetzt ist er weg. Dann warten wir kurz. Wir gucken weiter. Scheiße! Das ist jetzt quasi unser Testballon. Ah ja, wird auch schön braun. Versuch's hier so ein bisschen zu bewegen, damit es von allen Seiten braun wird und dann nicht nur von einer. Ja, wir holen sie raus. Sehr gut. Falafel gucken wir uns später an. Die ruhen dann jetzt. Oh, die sehen richtig gut aus. Guck mal. Oh, Halleluja! Das könnten die besten Falafel der Welt werden heute. Ich denke, das reicht dann jetzt auch. Das Backpulver geht ja richtig ab. Wie dunkel sind die? Aha. Aber guck dir mal die Vorlage an. Also das sind jetzt schon, also ja, ich muss sagen, die sehen bei mir auch ähnlich aus. Also ich bin eben überrascht gewesen, wie perfekt rund die teilweise bei euch sind. Also was für eine glatte Oberfläche die haben. Ja, da sieht man offenbar, dass es bei mir zu trocken war. Sonst hätte ich ja so eine glatte Oberfläche nicht hinbekommen. Bei mir war das aber auch easy, die glatte Oberfläche. Das heißt, ich habe gute Falafel à la Fickel gemacht. Würde ich jetzt von hier aus erstmal sagen. Oha. Aber das kann ich nicht. Mit der Weltrekord-Knoblauchzehe. Da zähre ich immer noch von. Guck, schneide mal ein Stück ab. Sie sind schon durch? Ja? Okay, dann weg die Sau. Frau Eieruhr, die Chefin, sagt, die sind durch, dann sind die durch. So sieht's aus. Ich mach die Dinger jetzt mal fertig und dann wird gleich serviert und gegessen. Also bis gleich. Ich hübsch? Ja. Kannst du das auch unironisch sagen? Ja. So, ich habe fertig. War das so ironisch? Selbstgemachter Hummus, selbstgemachte Falafeln und selbstgemachter Salat. Hummus und Salat habe ich schon probiert. Wichtig sind jetzt die Falafeln. So sehen sie von innen aus. Ey, wo ich das gerade gesehen habe, gibt es eigentlich auch Frikandelbällchen? Oh, so, das wäre auch geil. Ja. Weil müsste man eigentlich machen können, ne? Theoretisch kannst du das doch machen, oder? Machst du nicht in der Wurst, sondern Bällchen? Ich habe schon so Falafel-Sticks gemacht, quasi. Es gibt so eine, es gibt so, ich weiß nicht, von diesem holländischen Hersteller, der das immer macht, hat zwei Brüder so Party, von Fan, Bruder Party, von Partybag oder sowas. Da hast du dann so kleine Dinger, die du frittieren kannst. Boah, mir fällt gerade was anderes noch ein. Peter, hast du das? Wir lieben diesen Zirkus-T-Shirt an. Ja. Und wir haben die Tage Gartic Phone gespielt, ne? Ja. Okay. Okay. Danke so für die Konversation. Peter weiß nicht, worauf du hinaus willst. Doch, weiß ich, da ich halt nicht bei Gartic Ford auf den Wir lieben diesen Zirkus gekommen bin. Aber ja gut. Hummus probieren. Mein erster Eindruck ist nicht so positiv. Mit Hummus ist besser. Aber wir essen mal auf. Kommen wir zum Probieren. Die Perspektive ist ja eine ganz andere. Das stimmt. Ja. Was ist da los? Ja, also, ich habe mich einfach umgesetzt, weil meine Freundin und ich immer Krieg hatten, wer jetzt den Wäscheständer verschiebt, während ich da das Essen zubereite, weil der Wäscheständer in der anderen Perspektive immer im Bild war und das ja nicht sein darf, aufgrund von Meinungen, die nicht meine sind. Also habe ich einfach gesagt, dann setze ich mich halt um, kein Bock mehr auf die Scheiße. Und du hast kein Problem, dass man deine Tangas sieht, okay. Naja, habe ich kein Problem mit. Wie vielte Folge Pizza mit Koch ist das, wo du jetzt auf die Idee gekommen bist? Ein bisschen gedauert. Aber am Anfang saßen wir ja noch am Küchentisch, ja. Also da die Rechnung ist so ein bisschen dann. Ja, okay, die muss man rausrechnen, ja. Peter, ich glaube, dein Problem ist, dass du die Sachen totpüriert hast, quasi. Wirklich? Ja, also es fiel mir gerade auf, so bei mir sieht man immer so ein paar Stücke Petersilie und auch ein bisschen Zwiebel und so. Bei dir ist es ja wirklich eine homogene Masse eigentlich, ne? Ja, das stand jetzt aber auch nirgendwo, berühren Sie das. Nee, ich weiß, aber das ist jetzt nicht meine trocken persönliche. Werden, sondern eher matschig, oder? Hm, weiß nicht, wenn du dann mit noch mehr Mehl gegensteuern musst, vielleicht könnte das die Theorie sein. Und bei wie viel Grad hast du das, also es sieht sehr, war es lange im Öl?
Ne, lange war es eigentlich nicht im Öl, weiß ich nicht. Eigentlich optimal aus von der Farbe. Ja, frittiert wird ja normalerweise so bei 180 Grad, ne? Ja. Ja, weiß nicht. Also das fiel mir gerade nur auf. Das ist bei mir, ich habe immer noch so ein paar Stücken da drin und so. Das finde ich auch immer ganz geil von der Textur her. Dann hast du noch was im Mund quasi, was du entdecken kannst. Okay. Das sind nochmal hier sehr gute Hinweise. Ja. Wenn ich das nächste Mal Falafel mache, werde ich das mal 2029. Mal mit Hummus probieren. Mein erster Eindruck ist nicht so positiv. Mit Hummus ist besser, aber wir essen mal auf. Kommen wir zum Probieren. So sieht's aus. Salat, Tahelib, selbstgemachter Hummus und Falafel. Ich bin ganz ehrlich, die Falafel sind nicht so schön. Deswegen fange ich auch damit mal an. Falafel, fertig. Bulgur, Salat und Hummus. Die Falafel kenne ich. Die sind lecker. Nehmen wir uns mal so ein Schüppchen. Ja, um nochmal sicher zu gehen, probieren wir natürlich die Falafel. Okay, also hier haben wir jetzt einmal Tabouleh à la Jay, Hummus à la Jay, beziehungsweise à la Mikkel, besser gesagt, und krasse Krosse. Ich habe immer noch nicht das verstanden, was sie gesagt hat. Nee, ich glaube, vielleicht telefoniert sie oder so? Nee. Achso, die redet doch mit dir. Ja. Wie gesagt, ich also finde immer versucht. Schön, wie sich... Du rührst sie einfach so weg. Ich finde immer schön, wie sich der Blauton im Bild ändert, wenn Jays Fernsehbild sich ändert. Jo. Auch seine Hautfarbe Es wird sich auch immer regelmäßig beschwert, dass dann der Ton ausgemacht werden muss und sie das nicht versteht. Oh, das ist aber so. Ich muss aber trotzdem sagen, ich finde es saugeil. Du kannst aus deiner Küche auf deinen Fernseher gucken. Frustriert mich auch jedes Mal, Peter. Glaub mir. Es frustriert mich jedes Mal. Also du kannst aus deiner Küche Fernsehen gucken, oder? Ja. Aus der halben Wohnung kann er Fernsehen gucken. Richtig. Falafel. Probier jetzt erstmal den Salat. Wie ich gedacht habe, nicht sonderlich geil. Von innen, schön qualmend noch. Ambilight in der Küche. Von innen, auch heiß. So ist geworden. Einmal den Hummus, einmal die Falafel und einmal der Salat. Ja, ein bisschen so wie beim Grillen irgendwie. Dann denkst du so, boah, gibt's Salat? Und dann gibt's das. Probieren wir mal als erstes. Das ist immer noch, vergisst du noch diese Clownsflöte? Ja, genau das ist das Geräusch. Julius hat jetzt so lang ein Upgrade. Die Flöte, ne? Seit vorgestern hat Julius ein Upgrade. Da werden jetzt auch mehrsilbige Laute bald rauskommen. Also vor allem, nee. Das ist geil. Das geht jetzt gut. Irgendwie, dann denkst du so, boah, gibt's Salat? Hört auf das bei den Eltern. Und dann gibt's das. Probieren wir das mal als erstes Video. Sie haben mich zaubert. So, wir haben alles aufgegessen. Den kompletten Salat, kompletten Hummus, kompletten Falafeln. Der Salat, top. Hummus, top. Die Falafeln, lame. Aber potenziell mein Fehler. Vielleicht habe ich wirklich zu unterwürzt, weil ich das ganze Mehl das kommt auch noch dazu. Nicht bedacht habe. Ja, das aber passiert schnell. Ja, weil das, ich hab abgeschmeckt vor dem Strecken mit dem Mehl. Und das war nicht smart. Wenn man dann quasi einfach nur die Falafeln mit dem Hummus und dem Salat gegessen hat, dann war geil. Also richtig lecker. Deswegen haben wir auch alles aufgegessen. Ich gebe 8 von 10 Punkten. Ein bisschen zu knusprig geworden. Schmeckt aber sonst wie Falafel. Ja. So, jetzt mal mit hier Hummus. Mal rein. Okay, der Hummus ist geil. Nur Hummus? Okay, der Hummus ist richtig lecker. So ein bisschen Salat. Ja, der ist okay. Also, dem Hummus gebe ich eine 8,5. Den Falafel eine 7 und dem Salat eine 6. Macht 13, 21,5. Durch 3, 7 1/3. Stimmt gar nicht. 7 1/6. Also 7. 7 Punkte kriegt das gesamte Essen von mir. Kann man gut essen. Der Hummus ist mega sick. Richtig lecker. Falafel sind mir persönlich, glaube ich, nicht gewöhnt. Ein bisschen auch sonst größer. Und der Salat ist okay. Ja, also die Falafel selber ist auf jeden Fall eine 8. Ich weiß nicht, also den Bulgur, den. Lässt du dir eine Fukuhila eigentlich stehen, Bram? Was? Nee. Was ist denn nochmal eine Fukuhila, genau? Vorne kurz hinten lang. Ja. Also ich finde, das geht schon in die Richtung. Nee. So ein bisschen. Nee, vorne die Haare sind genauso lang wie alles. Lang wie alles ja, machst alles du dir, machst du vorne Kur, machst du vorne Freitag habe ich endlich meinen Friseurtermin. Corona-Frisur. Also morgen, wenn das Video online geht. Wartezeiten sind aktuell krass. Lass hinten lang. Nee. Nee. Ich will einfach nur über dich lachen. Warum denn nicht? Lass Peter, dich jetzt durchschauen. In der Zeit war ich schon zweimal beim Friseur. Ja, okay. Falafel sind mir persönlich, glaube ich, nicht gewöhnt. Ein bisschen auch sonst größer. Und der Salat ist okay. Ja. Was willst du eigentlich sagen? Die Falafeln sind dir nicht gewürzt genug. Gewürzt genug?
Falafel sind mir persönlich, glaube ich, nicht gewöhnt. Du bist auch sonst größer. Das war gewürzt, gewöhnt. Okay, alles klar, dann habe ich es jetzt verstanden. Ja, oder genug oder gewürzt? Ich weiß. Weißt du selber noch, Bram, was du sagen willst? Ja, nicht intensiv genug. Die schmeckten halt langweilig. Okay. Und der Salat ist okay. Ja, also die Falafel selber ist auf jeden Fall eine 8. Ich weiß nicht, also den Bulgur, den isst man wahrscheinlich einfach so. Ich habe mich exakt an die Angabe vom Olivenöl gehalten. Ich hätte auch einen Löffel Olivenöl essen können. Mhm. Schmeckt aber sonst nicht schlecht. Hummus. Das ist nicht schlecht. Der Hummus an sich ist nicht schlecht, aber der ist zu ähnlich zu dem Falafel, finde ich, um den jetzt irgendwie als Dip zu benutzen, weil der sind auch Kichererbsen. Gehen wir mal durch. Also denen würde ich eine 8 geben. Dem Bulgur 2 Mitleidspunkte. Und der Hummus, der haut mich nicht vom Hocker, ist jetzt immer nichts Schlimmes. Werde ich aber so wahrscheinlich nicht mehr machen. Das ist dann eher so eine 5, ne? Ich bin so bei einer 5 bis 5,5 von 10. Ach so, da fällt mir ein, hier diverse okay. Leute hatten gefragt, was ist eigentlich mit dem Aquarium? Also das Aquarium musste ich ja leider abbauen. Dahin kommt jetzt ein Schreibtisch. Warum ja, steht da schon. Ach, wegen den Zwiebeln. Ja, ne? Die rohen Zwiebeln in dem Hummus haben meine Frau zum Weinen gebracht, weil die einfach so viele in dem Zwiebeln Salat, drin sind. Ja, im Salat. Ja, der Schreibtisch steht da schon, ich bin sehr neidisch, den kann man, weißt du, so schön per Knopfdruck rauf und runter fahren. Oh, cool. Und die hat einen Blick raus schön auf Garten. Und auf dem Foto oder Insta-Story sah das so aus, als wäre der in der Couch integriert, aber das war nee, von der steht falsch. Vor der Couch. Steht vor der Couch, okay. Ja. Gut. Gewesen. Knusprig außen, die sind lecker. Mit Frühlingsquark finde ich die, glaube ich, geiler als mit Hummus selber. Aber die sind ganz lecker. Jetzt muss ich rechnen. Der Hummus, der ist okay, aber den kann ich halt auch kaufen. Der bekommt von mir 6 Punkte. Einfach blaue Haut. Dann haben wir die Falafel. Die würde ich sagen, die sind okay. Da würde ich eine 7 geben. Und der Salat selber bekommt eine 2. Was uns 15 Punkte einheimst von 30. Was wiederum, wenn man es durch 3 rechnet, logischerweise eine 5 glatt gibt, gebe ich am Ende einfach 5 Punkte. Leider. Der Salat schmeckt auch ganz gut. Vielleicht ein bisschen immer, also ich habe weniger Olivenöl drauf gemacht, aber vielleicht immer noch ein bisschen zu viel Olivenöl dran. Schmeckt dir? Oh mein Gott, die sind so lecker. Als ob dir das schmeckt. Ja, ich liebe Falafel. Oh mein Gott. Und für das ganze Gericht gebe ich, glaube ich, 8 von 10 Säpfchen. Was du glauben kannst. Salat, der kriegt ein bisschen Abzug, sonst wäre es 8,5 auch easy. Bin ich nicht mit einverstanden. Okay, okay. Ich gebe trotzdem 8. 8 von 10 Säpfchen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, stellt auf jeden Fall nächste Woche ein. Ja, entweder hier oder auf PietSmiet.tv, denn da gibt es das geilste React des Planeten natürlich. Abonniert beide Kanäle, lasst die Glocke auf jeden Fall da. Und PietSmiet 10 Jahres Merch, als auch PietSmiet alternatives Merch und anderes Merch und so weiter unter PietSmiet Food Stores mit dabei. So, und jetzt, oh ja, ran an die Falafel. Aber, also die Grundlagen sind bei euch auf jeden Fall vorhanden fürs gute Falafel machen. Ich glaube, wir haben gelernt, ja. Man muss gut würzen. Wir brauchen ein gutes Rezept. Also ich fand das war, also ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Also man sollte bei dem Salat den Olivenöl weglassen, dann ist der Salat fucking awesome. Ah, ja. Und die anderen Zutaten. Das aber Rezept von Mikkel für die Falafel ist super. Also das kann ich echt empfehlen und du kannst, wie gesagt, ja mit den Gewürzen echt. Ja. Also einmal würde ich die, glaube ich, so machen, wie die im Rezept stehen, danach kannst du anfangen durchzuwürfeln und zu probieren. Bisschen mutig sein, noch einfach ausprobieren. Ja, den so. Mut sieht man dir schon ins Gesicht geschrieben. Ja. Ich denke auch. Ich bin so eine verrückte Frohnatur einfach. Ja. Okay. Das war PietSmiet kocht, Mikkels Lieblingsrezept Falafel. Wir gucken nochmal ganz kurz in die Kommentare, auch wenn wir das jetzt letztes Mal natürlich auch schon gemacht haben. Jays Knoblauchzehe ist größer als meine Chancen, dass ich dieses Semester meinen Bachelor bestehe, sagt Jean-Janik. Mein Beileid an dieser Stelle. Trotzdem viel Glück. Naja, Jay also findet, die Zehe ist aber auch groß gewesen. Ja. Ja, das stimmt. Ja, du meinst, die Chance ist immer noch sehr hoch, dass er seinen Bachelor oder sie ihren Bachelor besteht. Ja, okay. Jay findet in Gießen nichts, nicht mal die simpelsten Sachen. Auch Jay, hier habe ich Baharat. Das hat mich auch gewundert, uns alle, glaube ich. Ja, aber manchmal findet man halt die Sachen und manchmal halt nicht. Und manchmal lässt man sie halt auch weg. Und manchmal sucht man da, ja genau. Wir haben die extra noch alle schwärzer, als Bram was zeigen wollte bei seiner Zutatenvorstellung per excellence. Ja, ist nicht mehr Andi, schon lange nicht mehr Andi. Martin ist mittlerweile PietSmiet kocht Mensch. Martin, my love. Andi schneidet bei uns nichts mehr. Der macht die geilen Projekte Rebrain Battle und sowas. Ich freue mich jetzt schon auf das React, wo die Jungs sehen, wie Bram dieses Mal beim Zutatenzeigen rausgeschnitten wird. Ja, das war super. Oh ja, das war awesome. Und der Kommentar, den finde ich ja auch super. Mit was bin ich eingeloggt? Jo.
Das ist die Zutatenliste in perfekter Form, inspiriert vom Gott. Da ist dann sowas bei. Zwei Wolken Curry. Zwei Wolken 4 Unzen Curry. Joghurt ist ja auch super. Eine Nase Fuß voll. Nicht viel Brokkoli, aber weniger Milch. Viel Schablettenkäse. Das Rack dann mit Falafelficke? Ja. Der war heute freundlicherweise zu Gast. Wir möchten an dieser Stelle dann auch nochmal Danke sagen, Mikkel, dass du dabei warst und uns diese Rezepte zusammengestellt hast. Ja. Heute gibt es eine neue Folge Pizza mit Kocht, im besten Fall, wenn alles glatt gegangen ist. Wenn nicht, tut es uns leid, weil das diesmal ist so ein bisschen mit Abnahmeschleife und so. Aber wir haben was ganz Besonderes gemacht. Jeder von uns hat eigene Burger kreiert. Ich konnte nicht laufen. Wenn das heute nicht kommt, dann bald, hoffentlich. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.